Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche Leserinnen und Weltwoche Leser, ganz herzlich willkommen zur Vorschau, zur allwöchentlichen Vorschau auf unsere neue Ausgabe Nummer 28 vom Donnerstag, dem 11. Juli 2019. Und Sie haben natürlich schon scharfsichtig geschlussfolgert, dass heute der Mittwoch ist. Das heißt, wir sind also noch einen Tag voraus. Ich bringe Ihnen also sozusagen vor dem offiziellen Erscheinungstermin die wesentlichen Inhalte der neuen Ausgabe. Es ist übrigens eine ganz spezielle Ausgabe, weil sie im Doppelpack erscheint. Einerseits die Weltwoche Haupt, das Hauptblatt, die Hauptausgabe. Dann aber haben wir eine Spezialbeilage hinzugefügt unter dem Titel, Sie haben vielleicht darüber gelesen, Klimawandel für die Schule. Wir erscheinen also morgen mit einer Sonderbeilage, zusätzlich Klimawandel für die Schule, weit über 30 Seiten, auf denen wir uns der Frage des Klimawandels tabulos und denkbefreit widmen. Autoren aus allen Seiten und allen Richtungen der Debatte, von Befürwortern extremer Maßnahmen bis hin zu Skeptikern des menschengemachten Klimawandels. Wir haben wirklich sehr bekannte Leute gewinnen können, Fritz Fahrenholt, Matt Ridley zum Beispiel, um nur zwei zu nennen, Reto Knutti ist da noch einmal dabei, Roger Pielke, Bruno S. Frey, auch Ökonomen, Umweltökonomen sind da versammelt und unser Ziel ist es, eine wirkliche Versachlichung der allzu, aus meiner Sicht, pseudo-religiös geführten Debatte zu bewirken. Wir möchten hier entkrampfend helfen, die Diskussion zu öffnen und deshalb haben wir gesagt, Klimawandel für die Schule. Es wäre schön, wenn an den Schulen nicht nur demonstriert würde in emotional, politisch aufgepeitschter, aufgeheizter, klimaerwärmter Atmosphäre, sondern dass man eben auch die Kontroversen, die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zur Kenntnis nehmen würde. Deshalb unser Plädoyer, nehmt dieses an die Lehrer, nehmt dieses Lehrmittel, nehmt diesen Klimawandel für die Schule, legt ihn den Leuten, den Schülerinnen und Schülern vor, diskutiert darüber und führt die Debatte so weiter. Das ist sinnvoller als mit Demonstrationen und extremistischen Forderungen. Dann das Hauptblatt. Darf Ihnen den Titel hier zeigen. Sie sehen einen Kunstturner, sehr beweglich im Spagat zwischen dem Matterhorn und einem Glaspalast in Brüssel. Der Mann, der hier im Turnerleibchen der schweizerischen Nationalmannschaft auftritt, ist unschwer zu erkennen als Bundesrat Ignazio Cassis. Die Cassis-Doktrin ist unsere Titelgeschichte. Ein beweglicher Außenpolitiker übt den Spagat. Erik Ebneter und Philipp Gut haben sich mit der außenpolitischen Konzeption von Ignazio Cassis auseinandergesetzt. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Was sind hier die fassbaren Eckpunkte? Und Philipp Gut hat dann vor allem noch den Fall Pilatus untersucht. Ein Fall, es geht da um Flugzeuglieferungen nach Saudi-Arabien. Sie haben davon vielleicht gelesen. Das wurde plötzlich, hat der Bund hier aktiv interveniert bei den Pilatus-Werken in Nidwalden und hat gesagt, ihr habt zwar in Saudi-Arabien Flugzeuge geliefert, aber ihr dürft keine Ersatzteile mehr schicken. Das wurde natürlich bei Pilatus als ganz unprofessionelle, ideologisch motivierte, willkürliche Einmischung beurteilt und wir untersuchen etwas die Hintergründe dieser Entscheidung. Die Cassis-Doktrin, das ist die große Story. Dann ein sehr prominenter Autor schreibt über den sehr prominenten Nationalschriftsteller, den Zürcher Nationalschriftsteller Gottfried Keller. Gottfried versus Keller, Schweizer Weltliterat zwischen Goethe und Gorki von Thomas Hürlimann. Er selber ein Weltliterat. Er würde das natürlich nie akzeptieren, wenn wir vom Zürcher Nationalschriftsteller sprechen, so eine Chiffre ist etwas zu schubladisierend, wenn man so will. Ein wunderbarer Text von Hürlimann über die verschiedenen Facetten, vor allem die beiden wichtigsten Facetten in der Persönlichkeit und im Werk von Gottfried Keller, dem wir ja nicht nur unsterbliche literarische Werke verdanken, sondern auch die Einsicht, die ich vor allem auch in meinen politischen Reden gelegentlich einsetze, die Einsicht, dass, was ein Schweizer ist. Gottfried Keller hat meines Erachtens eine der schönsten Definitionen geliefert darüber, was ein Schweizer ist. Ein Schweizer ist eben gemäß Gottfried Keller nicht jemand, dessen Großeltern oder Vorfahren notwendigerweise an der Schlacht bei Sempach oder Murgarten dabei war, sondern ein Schweizer ist jener, egal woher er kommt oder sie,
der sich mit den Gesetzen des schweizerischen Souveräns identifiziert. Also ein sehr staatsbürgerlicher Begriff der Nationalität, nicht Blut und Boden, nicht Bio, nicht Herkunft, sondern die aktive Identifikation mit der schweizerischen Staatsverfassung auf der Grundlage von Freiheit und Demokratie. Das macht nach Gottfried Keller den Schweizer aus. Umgekehrt, schreibt Keller aber auch provokativ, ist derjenige kein Schweizer mehr, auch wenn seine Vorfahren bei Murgarten gekämpft haben, ist derjenige kein Schweizer mehr, der sich unter den Gesetzen eines fremden Souveräns wohler fühlt, da könnte man heute die beiden Buchstaben EU einsetzen. Also ein sehr schöner und wirklich großartiger Text von Thomas Hölimann. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass dieser bekannte Schriftsteller da tätig wurde für die Weltwoche. Dann drittes Titelthema, so profitiert die EU von der Schweiz. Die Rosinenpicker sitzen in Brüssel. Christoph Mörgeli hat einmal seziert, wie sehr die EU von der Schweiz profitiert, die Zusammenstellung, die Recherche in dieser Ausgabe. Dann Schweizer Weltwunder, wie die erste Uhr auf den Mond kam. Und das ist eine Story für sich. Die Mondlandung ist ja eine Geschichte, ein Quantensprung der Menschheit, wenn man so will. Diese Raumfahrt 1969 wurde auch überall abgehandelt. Wir fokussieren auf ein Spezialthema, nämlich wie es möglich wurde, dass eine Schweizer Uhr bei der ersten Mondlandung mit an Bord war. Sie kennen diese Uhr vielleicht, ich habe sie hier an meinem Handgelenk, ein Konfirmationsgeschenk. Omega Speedmaster Professional, das ist die Uhr, die 1969 von den Amerikanern, von der NASA ausgewählt wurde. Und die Art und Weise, wie diese Uhr ausgewählt wurde, was da alles für Geschichten im Hintergrund stattfanden, das ist für sich genommen schon ein ebenso spannender Stoff wie die Mondlandung an und für sich und auch eine Auszeichnung, wenn man so will, für die Schweiz, deren Uhrenindustrie sich eben als würdig erwiesen hat, hier ein ganz weltraumtaugliches, also strapazierfähiges Zeitmessgerät herzustellen. Also auch die Schweizer können etwas stolz sein über die Mondlandung. Wir waren im Cockpit mit dabei und dann auch bei den ersten Schritten auf dem Mond. Daneben noch viele weitere Themen. Wir haben eine Literaturbeilage, wir haben hochinteressante Interviews, zum Beispiel mit Herbert Kickl, dem Scharfdenker der Freiheitlichen Partei Österreichs, ehemaliger Innenminister. Philipp Gut hat ihn getroffen in Wien. Ein sehr ausführliches Interview mit diesem sehr interessanten, reflektierten Politiker, der ja zu dieser Partei gehört, die in den Medien immer etwas als Krawallbruderschaft tituliert wird. Ist sie womöglich auch, ist sie in bestimmten Facetten auch, aber Kickl sicher ein interessanter Kopf, der in dieser Form, glaube ich, noch nie so ausführlich interviewt wurde. Ja, in diesem Sinne habe ich geschlossen. Ich freue mich und hoffe, dass Sie irgendetwas finden, was Ihnen behagt, was Ihnen zusagt. Für alle anderen sage ich, schickt mir Anregungen, wie wir die Zeitung noch interessanter und besser machen können. www.weltwoche.ch oder roger.köppel@weltwoche.ch. Ihre Themenvorschläge und nicht vergessen, morgen mit Beilage Klimawandel für die Schule. In diesem Sinne, alles Gute, einen schönen Tag und wir sehen uns dann in einer Woche wieder.